Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Ja, das ist das erste Video nach dem 24-Stunden- bzw. 30-Stunden-Stream. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall mega Bock gemacht. Ich habe über 200 Abonnenten an diesem Tag gemacht. Ich war mega happy, deswegen auch der 30-Stunden-Stream. Ich habe dann einfach mega gute Laune gehabt, hatte Bock zu streamen noch. Und, ja, keine Ahnung, konnte auch nicht schlafen, weil ich so glücklich war quasi darüber, was wir in diesem Stream erreicht haben. Ja, wir sind jetzt bei 418, ein paar DR-Abos habe ich natürlich bekommen, ist auch nicht schlimm. Solange es jetzt nicht quasi wieder alles wäre, dann hätte ich alles umsonst gemacht. Ich habe ja für jeden 10. Abonnenten eine Chili gegessen, hatte auch übelst Magenschmerzen dadurch, also es war nicht einfach. Ich hatte, ja, keine Ahnung, mir ging es auch nicht gut. Am Anfang habe ich noch für jeden Abonnenten eine Chili gegessen, aber da war ich noch nach einer Stunde schon broke und ich dachte schon, kacke, das hältst du keine 24 Stunden durch. Aber ich habe es dann doch durchgezogen, habe dann halt die Regeln quasi etwas geändert. Aber trotzdem wirklich für jeden 10. eine Chili gegessen. So, im Hintergrund seht ihr auf jeden Fall eine Nuklear von meiner Schwester. Sie war einmal kurz vor 10er Streak, einmal kurz vor 5, einmal auf der 15er, kurz vor 20. Und einmal jetzt natürlich die Nuklear. Also sprich, sie hätte auch noch keine Double Nuklear machen können. Ist auf jeden Fall ein nices Gameplay. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Und naja, es gefällt auch meistens, dass meine Schwester so gut zocken kann quasi, also dass sie überhaupt sehen, dass ein Mädchen so gut spielen kann. Ja, darum geht's aber gar nicht in dem Video. Und zwar geht's auch darum, dass irgendwie viele auch bei mir ins Video, in den Stream kamen und ich irgendwie mittlerweile ziemlich viele gesehen habe, die dasselbe machen wie ich, also quasi für jeden Abonnenten, für jeden 10, für jeden 5, keine Ahnung, eine Chili essen, also ich weiß nicht, ob die... Manche sind davon noch kleiner, deswegen glaube ich, ich finde, die sollten das nicht nachmachen, weil man kriegt echt übelst Bauchschmerzen dadurch. Ich habe es einerseits auch wirklich bereut, weil es echt nicht gerade einfach war, danach zu pennen und keine Ahnung was, weil ich hatte echt übelst Bauchschmerzen. Deswegen eigentlich empfehle ich das nicht nachzumachen. Ich weiß auch nicht, wie es beim Arzt so aussieht, ob man da irgendwie besser nachfragen müsste oder so. Ich habe es nicht getan. Deswegen macht es einfach nicht nach, ist besser für euch. Besser für eure Gesundheit und ich weiß auch nicht, ob eure Eltern sowas erlauben würden. Und vor allen Dingen, wenn ihr auch einen 24-Stunden-Stream macht, ich weiß nicht, ob ihr überhaupt 24 Stunden lang spielen dürft. Ich bin 24, ich kann selber entscheiden, was ich machen möchte. Deswegen, keine Ahnung, macht's einfach nicht nach. So, wir haben 418 Abonnenten, das heißt, bei 500 Abonnenten habe ich gesagt, verlose ich irgendwann ein Skaff. Das habe ich schon ganz am Anfang gesagt, sogar bevor ich 100 hatte. Einfach weil ich euch was zurückgeben möchte, dafür, dass ihr mich supportet, mich unterstützt, meine Videos gut findet. Und dazu kommt halt quasi noch irgendwann ein Video, noch eins, wenn ich die 500 erreicht habe, damit auch jeder das nochmal weiß. Und zwar geht es darum, ich kann entweder von einem Kollegen selber welche bauen lassen, sprich, dann würde ich zwei verlosen. Oder einen von King Controller, einen von Scuff Controller, das ist mir scheißegal, weil es dasselbe. Nur halt, wenn der Kollege mir die baut, würde ich die quasi günstiger kriegen, weil ich, es werden halt zwei, ich kaufe zwei Standard-Controller, lass die umbauen. Also ich würde dann von irgendjemand kaufen, der gerade zwei neue verkauft, bei eBay, keine Ahnung. Lass die dann umbauen. Ja, und dann hätte man halt, würde ich zwei Scuff-Controller verlosen, die einwandfrei funktionieren, habe ich im Stream mehrfach gezeigt, dass ich mit so einem umgebauten Controller spiele. Hier stirbt meine Schwester jetzt sogar nochmal. Das war ja kurz nach der 15er-Streak. Deswegen, das könnt ihr frei entscheiden, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, ob ihr einen originalen Scuff-Controller wollt, ob ihr einen von King-Controller wollt oder ob euch auch so ein selbstgemachter Scuff reicht, aber dann hätten halt zwei Leute was davon. Ist halt euch überlassen, wie ihr das möchtet. Ja, 400 Abonnenten-Special mache ich nicht, 500 Abonnenten-Special wäre das der Scuff-Controller, aber wenn ihr vielleicht nochmal Bock habt auf einen 24-Stunden-Stream, also ich weiß nicht wann, irgendwann, wenn ihr darauf Bock hättet, lasst es mich auch nochmal wissen. Also mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ich habe in der Nacht, dazu kommt ein Video, ich glaube, da waren die wenigsten halt online. Sorry, ich habe die ganze Zeit was im Hals. Auf jeden Fall, da kommt dazu noch ein Video. Und zwar habe ich bei AW eine DNA gemacht. War auf jeden Fall eine echt nice DNA. Leider haben es wenige gesehen, weil es nicht am Tag war. Ich weiß nicht, ob ihr AW feiert. Ich habe das Spiel letztens reingetan. Das neue COD ist ja von den Machern von IW, deswegen habe ich es einfach nochmal reingeschmissen. Finde das Spiel auch super, super nice, ist jetzt im Gegensatz zu Black Ops mal wieder eine nice Abwechslung. Leider findet man wenig Lobbys, aber
Trotzdem macht's Bock. Ich habe ein paar Lobbys gefunden. Ja, wie gesagt, einen DNA gemacht. Ein paar Mal auf 15, ein paar Mal auf 20. Das war's, wie gesagt. Ich wollte eigentlich so eine Serie machen, wenn euch das gefallen hätte. So eine Road to DNA, weil das war meine allererste DNA und ich habe sie direkt im Stream geschafft. Also hat sich das mit der Serie auch schon erledigt. Wenn ich euch ein bisschen zu schnell laber, könnt ihr auch sagen, dass ich zu schnell laber. Hier, meine Schwester hat schon Triple Feed gemacht. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, leider gab es auch viele, also nicht viele, ein paar negative Sachen. Wie gesagt, einmal das Kopieren. Von Redcap gehe ich hier nicht, also nicht angesprochen für den Bro. Sondern eher so, ich weiß nicht, viele kamen rein und wollten das dann dasselbe machen, weil sie gesehen haben, dass es quasi läuft oder so. Also ich finde, man sollte es nicht einfach nachmachen, sondern sich was selber ausdenken. Und dazu denke ich auch noch, dass man, wenn man zu klein ist, jünger ist, das nicht einfach so nachmachen sollte. Aber naja, ich kann es nicht entscheiden, ich bin gar nicht eure Eltern. Und halt, dass viele einfach reinkamen und ganze Zeit Werbung für sich selber gemacht haben. Das ist halt ein bisschen scheiße, weil 24 Stunden reiße ich mir den Arsch auf, damit ihr dann davon profitieren könnt, finde ich nicht ganz in Ordnung. Ein paar Mal habe ich es erlaubt, aber nicht die ganze Zeit, weil es einfach, ich saß da 24 Stunden bzw. 30 Stunden, weil ich dann verlängert habe. Und war auch echt broke am Ende, war auch am Anfang broke wegen den Chilis und so. Und dann quasi die Lorbeeren ernten in einem anderen Stream. Finde ich nicht nice, ich gehe auch nicht in irgendwelche Streams rein und sage, ja Leute, abonniert mal meinen Kanal, ja, wäre echt nice. Was ich echt nice fand, der Silver kam sogar vorbei, hat sogar meinen Kanal abonniert. Ich weiß ja nämlich nicht, ob er es abonniert gelassen hat. Auf jeden Fall ein nicer YouTuber, könnt ihr mal vorbeischauen. An 7000 Abonnenten komme ich mit meinen 400 Abonnenten natürlich schon her. Na, bis zum nächsten Mal, wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal, tschüss.